Die nächsten Tage drohen regional dramatische Unwetter mit Hagel, Sturm und Starkregen in einer außerordentlich energiereichen Atmosphäre. Ja, die heißesten Tage des Jahres stehen jetzt unmittelbar bevor und dementsprechend ist viel Trinken ein heißer Tipp, damit der Kreislauf stabil bleibt. Ganz anders als die Wettersituation, denn wenn jetzt vom Nordatlantischen Ozean Tiefdruckgebiete in die schwülheiße Luft ziehen, dann drohen wiederum großer Hagel, schwerer Sturm und eben auch Starkregen. Relativ ruhig verläuft der Wochenstart zunächst erstmal. Nach örtlichem Frühnebel hier in Schleswig-Holstein scheint in der gesamten Nordhälfte und der Landesmitte die Sonne von einem oft wolkenlosen Himmel. Von Südwesten allerdings drücken ein paar Wolken ins Land. Hier ist die Luftmasse besonders schwül und am Nachmittag anfällig für einzelne Gewitter, allen voran vom Saarland über das südliche Baden-Württemberg und Bayern. Aber die Gewitter, die hier stattfinden, sind nur Einzelgänger. Aber dort, wo diese niedergehen, können diese eben kleinräumig außerordentlich heftig sein in der Heißluft. Verbreitet wird es nämlich 30 bis 36 Grad heiß. Hier im Norden oder Nordosten ist es ein bisschen angenehmer. 23 bis 28 Grad. Im Nordosten ist die Schwüle auch noch nicht so richtig da, während es im Süden und im Westen drückend schwül sein wird. Und die Schwüle wird sich am Dienstag weiter nordostwärts ausbreiten, genauso wie am Mittwoch. Und genau in diesen hier pink eingefärbten Regionen besteht dann die größte Unwettergefahr, in der dort eben extrem schwül und heißen Luftmasse. Ja, der heißeste Tag des Jahres wird wahrscheinlich der Dienstag sein. Im Rhein-Main-Gebiet bis 37 Grad. Und dann drohen eben in dieser sehr energiereichen Luft die teilweise schweren Gewitter, die im Laufe des Mittwochs langsam ostwärts vorankommen.